Ja, hallo. Entschuldigung. Hallo. Ja, wieder beim Losung und Lehrtext gelandet. Und ich freue mich, dass wir heute wieder ein sehr wertvolles Bibelwort hören aus dem Alten Testament, also aus den Losungen. Und da werden wir aufgerufen, etwas zu tun, was uns nicht immer leicht fällt oder vielen von uns. Ne? Und doch ist es ganz wichtig, das zu beherzigen, nämlich, da sagt der Prophet, seid stille, okay, aufpassen, ich glaube, jetzt wisst ihr schon, was kommt, nämlich, seid stille vor Gott, dem Herrn, denn der Tag des Herrn ist nahe. Zephania 1, Vers 7. Und warum ist es so wichtig, stille zu sein vor dem Herrn? Nun, vielleicht oder wahrscheinlich, weil er mit uns reden will, weil er Dinge uns zu sagen hat. Und wir tun gut daran, auf ihn zu hören, auf seine Stimme. Die nächste Überlegung ist natürlich bei manchen wahrscheinlich, ja, wie kann ich den Herrn reden hören? Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, nämlich, dass der Herr selber uns persönlich anspricht, was uns zunächst einmal wahrscheinlich einen Schrecken versetzen würde, wenn wir akustisch seine Stimme hören. Oder es wird einfach so sein, dass wir durch das Schauen und genaue Betrachten der Schrift plötzlich erkennen, das ist der Herr, der will mir jetzt da etwas sagen. Also da hören wir auf jeden Fall, wie der Herr zu uns redet. Also wir tun gut daran, stille zu sein vor dem Herrn, damit wir ihn reden hören, damit wir einfach zur Besinnung kommen und Dinge begreifen, die wir sonst nicht begreifen würden. Ne? Im Lehrtext, da wird uns auch etwas Wichtiges mitgegeben. Darum seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Aus Matthäus 24, Vers 44. Ja, das ganze Kapitel ist da natürlich auch wiederum sehr informativ und wertvoll, weil der Herr wirklich eine ganze Reihe von Hinweisen gibt über seine Wiederkunft, wie das sein wird, bevor er wiederkommt. Die Jünger wollten das auch natürlich wissen, wann wird das wieder sein, weil er ihnen gesagt hat, er würde wiederkommen. Und dann hat er ihnen eigentlich eine ganze Liste von Dingen gegeben, die nach heutigem Ermessen ja schon ziemlich ausgefüllt ist. Ja? Also zur Empfehlung, Matthäus 24, 25 wird uns da sicherlich mehr Einblick geben über dieses gewaltige Ereignis der Wiederkunft Jesu. Nun, für viele Menschen wird die Wiederkunft Jesu eine schreckliche Sache sein, weil für sie wird er als ihr Richter kommen, als der, der sie richten wird, weil sie ihre Schuld und Sünde nicht losgeworden sind am Kreuz bei Jesus, weil sie ihn quasi links liegen haben lassen, ihn nicht für wichtig erachtet haben. Und es wird schrecklich sein für solche Menschen. Aber für andere, die angefangen haben, Jesus zu vertrauen, an ihm zu glauben und auch ihm nachzufolgen, wird es das Schönste sein, was je in ihrem Leben passiert ist, Jesus von Angesicht zu schauen und ihn zu bewundern und zu bestaunen wie eigentlich nie zuvor. Und darauf dürfen wir uns auf jeden Fall freuen. Ja, ich wünsche dir auch heute wieder einen guten und auch einen schönen und erfüllten Tag. Servus.